Eine Stadt, in der Waffenbesitz nicht nur völlig legal ist, sondern per Gesetz Pflicht. So eine Stadt gibt es tatsächlich. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Galileo. Auch in Deutschland denken immer mehr Menschen darüber nach, sich eine Waffe zu kaufen, um sich zu schützen. Aber ein Gesetz, das Waffen vorschreibt, ist schon sehr extrem und gibt es natürlich nur in den USA. Wir sind hingefahren, um zu erfahren, was dahinter steckt. Wir sind in Kennesaw, Georgia. Ein beschauliches Städtchen im Südosten der USA. 30.000 Einwohner, 40 Kilometer von der Olympiastadt Atlanta entfernt. Hier findet seit fast 30 Jahren ein Experiment statt. Alle Bürger müssen bewaffnet sein. Per Gesetz. Wir alle haben Waffen. Wir sind berühmt dafür, eine waffenfreundliche Stadt zu sein. Deshalb ist es hier auch so sicher. Ich wedel hier nicht mit meinen Knarren rum, aber ich glaube, dass das Gesetz Verbrecher abschreckt. Wer lebt in Kennesaw? Einer Stadt, in der man seine Waffen offen trägt. Selbst in der Bar, in der Schule oder beim Einkaufen. Familie Woods hat uns zu sich eingeladen. Sie sind hier aufgewachsen und seit einem Jahr Eltern. Vater Brian arbeitet in der IT-Branche. Seine 9mm-Pistole hat er immer mit dabei. Es gibt ein Sprichwort. Ich habe die Waffe lieber, ohne sie zu brauchen, statt sie zu brauchen und nicht zu haben. Ich glaube, Waffen verhindern Verbrechen und sind nicht die Ursache dafür. Ich fühle mich sicherer. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Man hört so viel, was täglich passiert. In der Waffenstadt eine ganz normale Einstellung, die wir noch mehrfach hören werden. Und weil er seine Familie beschützen will, hat der 38-Jährige noch viel mehr als nur eine Pistole. Was er uns im Keller zeigt, ist ein wahres Waffenlager. Massenweise Munition und gleich 4 Sturmgewehre. In Kennesaw legal. Und auch gar nicht so ungewöhnlich. Brian ist ein echter Waffenliebhaber, der seine Prachtstücke mit Hingabe pflegt. Doch er ist nicht der einzige Waffennarr in der Familie. Auch seine Frau Kim schießt, seit sie Kleinkind ist. Ich habe meine Pistole immer dabei, auch zu Hause. Ich bin Hausfrau und habe noch einen kleinen Nebenjob. Aber die meiste Zeit bin ich daheim mit meinem kleinen Sohn. Wie viele andere Mütter auch. Und dann hört man in den Nachrichten so viel von gewalttätigen Überfällen. Da mache ich mir schon Sorgen. Das Waffengesetz von Kennesaw stammt aus dem Jahr 1982. Damals wird in den USA heftig über die hohe Verbrechensrate und den privaten Waffenbesitz diskutiert. Eine Kleinstadt im Bundesstaat Illinois verbietet daher Waffenbesitz komplett. Als Gegenreaktion beschließt der Stadtrat im erzkonservativen Kennesaw, Waffen zur Pflicht zu machen. Es gibt allerdings Ausnahmen. Ein 100%iger Waffenzwang würde gegen die US-Verfassung verstoßen. Unser nächster Stopp. Ein skurriler Laden in der Main Street. Geführt wird er von einem der Mitinitiatoren des Waffengesetzes. Es ist der inzwischen 80-jährige Dan Mayers. Er verkauft, was sonst, jede Menge Waffen. Auch uralte aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und diese Souvenirs, T-Shirts und Cappies mit dem Aufdruck, es ist Gesetz in Kennesaw. Es gab viele Leute, die dachten, die Menschen würden sich auf offener Straße erschießen, als wir das Gesetz durchgebracht hatten. Aber dann haben sich die Gemüter beruhigt und die meisten haben eingesehen, dass es wirklich was gebracht hat. Ja, man ist in der ganzen Stadt stolz auf das weltweit einmalige Gesetz. Ich finde es cool und bin dafür. Ich habe Waffen daheim und auch eine in meinem Auto. Du hast eine Waffe in deinem Auto? Kannst du uns die zeigen? Auch das ist hier absolut legal. Waffen immer und überall dabei zu haben. Ich habe sie versteckt. Aber wenn man hier aufmacht? Das Magazin ist extra. Sie ist nicht geladen. Diese Kugeln sind extra angeschärft. Sie richten maximalen Schaden an. Ich will schließlich nicht zweimal schießen.
Dank dem Gesetz haben geschätzte 90% der Einwohner in Kennesaw eine Waffe. Macht das die Stadt wirklich sicherer? Und was hält die Polizei davon? Officer Kiefer nimmt uns mit auf Streife. Man wird zweimal darüber nachdenken, bevor man in Kennesaw in ein Haus einbricht und eine Familie bedroht, weil die höchstwahrscheinlich eine Waffe besitzt und damit auch umgehen kann. Wenn ich ein Krimineller wäre, würde ich mir bestimmt nicht eine Stadt aussuchen, in der fast jeder eine Waffe besitzt. Ich könnte erschossen werden. Da würde ich doch eher in die nächste Stadt fahren. Auch die Polizei glaubt also fest an die Abschreckungsthese. Tatsache ist, im gesamten Bundesstaat Georgia ist die Kriminalität in den letzten Jahren gesunken. Ganz ohne Waffenpflicht für Bürger. Wir fragen uns, ob das Waffengesetz nicht auch zum Problem werden kann. Wenn Sie einen Einsatz haben, machen Sie sich dann Sorgen, weil Sie wissen, dass im Haus Waffen sind? Ich gehe immer davon aus, dass Waffen im Haus sind und dass ich damit eventuell konfrontiert werde. Aber ich glaube auch, dass die meisten Waffenbesitzer gesetzestreue Bürger sind. So wie die Familie Woods eben, die sich um Gewaltverbrechen eigentlich keine Sorgen machen müsste. Die gibt es in der wohlhabenden Stadt so gut wie gar nicht, weder vor noch nach der Einführung der Waffenpflicht. Laut Statistik viel gefährlicher, Waffen im Haus zusammen mit Kindern aufzubewahren, wie dem einjährigen Sohn der Familie. Ich werde die Waffen nicht vor meinem Sohn verstecken. Ich werde ihm beibringen, dass es Werkzeuge sind. Genauso wie Hammer oder Axt. Damit würde ich ihn ja auch nicht spielen lassen. Ich denke, ich werde ihm Schießen beibringen, wenn er 5 oder 6 ist. Wie jede Woche fährt die Familie zur sogenannten Shooting Range. 4 solcher Schießstände stehen im Großraum Kennesaw. Und selbst am Montagabend ist hier einiges los. Ganz klar, in der Waffenstadt gibt es eine Menge begeisterter Sportschützen wie Brian und Kim. Der Laden nebenan verkauft wöchentlich 150 Pistolen und Gewehre. Das Geschäft brummt, der Markt ist offensichtlich noch nicht gesättigt. Eine Stunde Schießen kostet $15. Munition und Waffen muss man selbst mitbringen. Aber die hat man ja schließlich zu Hause. Brians Sohnemann schaut von außen zu. An den Lärm hat er sich schon längst gewöhnt. Der Papa ballert am liebsten mit seinem selbstgebastelten Assault Rifle, einem Sturmgewehr für $3000. Nach ein paar Runden ist die Mama dran, natürlich mit ihrer eigenen Pistole. Die 32-Jährige ist in der Waffenstadt aufgewachsen und schießt von Kindesbeinen an. Also kein Wunder. 3 Schüsse, 3-mal Volltreffer. Das ist für uns Familienzeit, zusammen schießen. Meine Eltern, meine Schwester und ihre Kinder. Und bald auch mein Sohn. Wir schießen alle. Für uns ist das eine tolle Zeit. Eine Mentalität, die auf uns befremdlich wirkt. Doch in der Waffenstadt ist das normal. Der Name Kennesaw stammt übrigens aus der Sprache der Cherokee und bedeutet Friedhof. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde. Jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken. Es gibt Neues aus der Galileo-Welt.